Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale, jedoch kurze Kampagne mit den Skipionen. Und wir haben uns eigentlich aber doch nicht jetzt zu sehr beeilt, um hier möglichst schnell Karthago und Numidien das Handwerk zu legen, sondern wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Wir sitzen momentan recht komfortabel in Griechenland und auf den griechischen Inseln, auf Kreta und auf Rhodos. Athen gehört uns übrigens auch. Wir haben die Griechen, glaube ich, vernichtet. Oder haben die hier noch was? Das kann ich jetzt. Es müsste Pontus sein, ja. Also wenn ich richtig sehe, gehört Phrygien schon zu Pontus. Wir sind jetzt gerade dabei, den Numidien das Handwerk zu legen. Dazu marschieren wir auf Siva, eine ihrer letzten Städte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich spiele mit dem Gedanken, Siva zu einer Rebellenstadt zu machen. Anschließend, weil sie von der Verteidigungslage her am Anfang erstmal eher ungünstig liegt. Ich meine, sie ist zwar ganz gut, wenn man vorhat, weiter nach Ägypten zu marschieren. Das Problem besteht für mich eigentlich eher darin, dass man, ihr seht's ja hier, schon alleine auf einer gut ausgebauten Straße vom Hafen bis zur Stadt runter, also man so 4 bis 5 Runden auf jeden Fall braucht. Das ist halt schon ziemlich lange. Ja, nächste Runde müssen wir mal gucken, was unsere Verbündeten, die Armenier, machen. Ich habe mir auch überlegt, wir können jetzt, da wir doch eigentlich so mehr oder weniger schon die Kampagne gewinnen können, wir können sie jetzt gewinnen, dann könnten wir eigentlich doch versuchen, unseren Verbündeten hier drüben ein bisschen zu helfen, den Armeniern gegen die Ägypter. Also insofern, das müssen wir mal noch gucken, wie wir das mit Siva hier unten machen, aber das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn wir jetzt mal langsam so ein ein Heer für unsere Verbündeten aufstellen könnten. Ich möchte außerdem gerne unsere Truppen ein bisschen fortbilden. Denn die Jungs hier, die sind eher schlecht momentan noch. Die haben kaum Upgrades. Sie haben zwar Erfahrungs-Upgrades, aber keine Waffen-Upgrades, wie beispielsweise die Equites. Das stört mich noch so ein bisschen. Ich muss mir noch nicht zu viele Gedanken machen, denke ich, vor den Makedonen. Deswegen nehme ich jetzt mal kurzfristig hier diese Truppen an Bord und mache mich auf den Weg Richtung Syrakus. Da müssen wir relativ schnell eigentlich sein und könnten dann also die Einheiten hier drüben in Syrakus fortbilden. Das ist so eine Stadt, wo ich das gerne machen würde. Also halt eine der Städte hier, wo wir halt die Silber-Upgrades auf jeden Fall kriegen können. Hier haben wir außerdem ein paar ziemlich gute Bogenschützen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir die mit nach Numidien runternehmen oder mit nach Spanien hier hoch. Folgende Idee hatte ich eigentlich. Ich hatte zuerst überlegt, komm, wir holen uns Cordoba und machen das dann zu einer Rebellenstadt. Weil dann können sich die Spanier das in aller Ruhe holen und sich hier ein bisschen mit den Galliern prügeln. So ist es ja, wenn wir Cordoba behalten, dann kriegen wir Krieg mit den Spaniern und mit den Galliern. Aber wir haben ja eigentlich eine ganz gute Armee schon mal hier. Also ich meine, die ist nicht schlecht. Das ist zwar eine Vor-Marius-Armee, aber sie ist nicht verkehrt. Da brauchen wir auch eigentlich gar keine großartigen Bogenschützen mehr. Ich habe aber hier so viele gebaut, wahrscheinlich, weil ich die mit hier rübernehmen wollte, gegen die Makedonen oder gegen die Ägypter. Ah ja, dann warten wir da noch ein bisschen. Vielleicht werden wir sie hier unten mal kurzfristig gegen diesen numidischen General Tabnit einsetzen müssen. Obwohl, wisst ihr was? Das machen wir mal gerade jetzt schon. Du gehst mal hin und nimmst sie schon mal mit an Bord. Und dann kannst du schon mal hier runter segeln. Dann können wir nämlich vielleicht den Admiral Terror abfangen. Obwohl, wir haben noch keinen Krieg mit dem momentan, ne? Naja, mal schauen. Okay. Zeig mir nochmal gerade die Städte. Wie sieht denn das aus? Also, wir zögern momentan auch noch so ein bisschen die Marius-Reform hinaus. Ihr seht ja hier, momentan haben wir kein Bevölkerungswachstum in Capua und das ist auch ganz gut so. Wir bauen hier einen Spion. Wir brauchen hier unten definitiv noch mehr Spione. Und irgendwo brauchen wir hier noch einen Tempel des Vulkanus. Also der Tempel der Athene, der ist ziemlich gut. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir den behalten. Wie sieht es denn hier momentan eigentlich aus? Da ist die öffentliche Ordnung eigentlich bestens.
Ich könnte ja auch hier mal halt so ein paar Spione gebrauchen. Bauen wir mal irgendwie so 3 Stück und dann bauen wir danach noch ein Schiff und schicken die mal hier rüber, dass sie hier mal ein bisschen auf Pontus aufpassen. Schadet dann auch sicherlich nicht, wenn wir hier drüben noch ein paar aufstellen. Gut, also so sieht's momentan aus. Wir werden jetzt nächste Runde angegriffen und zwar hier oben von Hauptmann Massiva. Der wird uns hier versuchen zu attackieren. Das sollten wir aber insgesamt schaffen. Unsere Kavallerie ist doch deutlich besser als seine Plänkler. Unsere Infanterie ist deutlich besser als seine, auch wenn wir hier in der Wüste kämpfen. Aber das sollten wir sicherlich schaffen. Okay, dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns mal die Euer nächste Runde Ehren. an. Ach, den Diplomaten habe ich vergessen, na, siehst du. Aber ansonsten, ja, oh, nee, da hat sich gar nicht viel getan. Okay, der Tod geht um in Vibius. Ja, okay, immer Ja, noch. Meister. Ja, er hat immer noch seinen nässenden Genitalpilz. Dann Vibius, lauf doch mal Unterwegs. hier Wir hoch sitzen und fest, schau mal Herr. hier. Edler Meister. Ah, da ist ja noch ein Diplomat von uns. Da guck mal einer an. Haben wir hier irgendeinen? Also mit den Galliern handeln müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe den ja eigentlich eher so hier unten behalten, damit wir auch gegebenenfalls halt mal so einen Rebellen aufkaufen können oder Euer so, Ehren. ne? Naja, dann boss mir noch einen Spion. Mach mal irgendwie so ein paar Bauern hinten dran, damit die Leute bald mal Ja, ruhig Meister. halten. Okay, hier, der hat 3, der hat Ja, 4. Das sind gute Meister. Spione. Euer Ehren. Euer Ehren. Lass den Spion mal gerade hier Beobachte den und Hauptmann warte. auskundschaften. Unterwegs. Und dann schicken wir einen der Agenten hier Euer runter, Ehren, weil in Makedonien ja öfter Einhaltung mal die des Seuche Traktats. grassiert. Und so können wir definitiv verhindern, dass er uns mit der Seuche ansteckt, wenn wir nämlich einfach ein paar gute Truppen hier verteilen. Okay. Flotte bereit! Also ich denke, wir Kapitän, spielen jetzt ein ganz Ei, kleines Captain! bisschen Wir mehr können jetzt nicht slow. weiter! Captain, wir Ja, können du jetzt guckst es nicht mal an. Hier, weiter. da kommt er ja schon. Der Tabnit. Dann brauchen wir noch 2 Stadtwachen hier unten. Ach ja, und ich wollte ja mal gerade hier gucken. Wie sieht denn da. Ja, Oh! ohne Zögern. Kann ich etwas tun, Euer Ehren? Na Erwarte gut, da ist ja eure noch alles Befehle. im Reinen. Also wir müssen Sofort. hier schon so ein Ja, bisschen in der Nähe bleiben. Und wenn sofort. der Antiochia belagert, dann kaufe ich ihm die Armee ab. Das habe ich zumindest Befehle. vor. Genau, du Vorwärts. gehst jetzt hier runter. Können nicht Hier weiter. gibt es wahrscheinlich nur Bereit. so, ja, nee, die brauche ich nicht. Ei, Captain. Okay, du greifst den Bereit numidischen zum Kampf. Flottenverband an. Sieg. Befehle. Und du gehst hier Vorwärts. oben rum und Ihr baust mir könnt hier nicht oben noch ein weiter. paar Wachtürme. Baut einen Turm. Ei, Captain. Setzt die Segel. Wir können jetzt nicht weiter. Ja. Euer Ehren, wir Ja, sitzen wir gucken uns fest. mal hier unten noch ein Wir bisschen rühren uns um. nicht. Flotte bereit. Euer Ehren, Ich beobachte schau mal, was und er dabei warte. hat. Okay, er ist nicht so ein guter General. Ah, das ist auch nur so eine Söldnerarmee. Also da wird er keine guten Karten haben. Jetzt müssen wir natürlich gegen Hauptmann Xeophanes noch was unternehmen bei Zeiten. Befehle, bereit machen für den Okay, Kampf. Neptu gehört definitiv uns, Idioten, denke ich. bewandert. Befehle. Dimidi können wir jetzt eigentlich auch alles klar machen. Ich hole mal die Söldner noch mit dazu, weil wir momentan auch noch ausreichend Finanzpolster haben. Und machen wir mal schnell noch hier den Rundenbericht, den Gebäudebericht. Ich finde, auf Rhodos ist auf jeden Fall immer ganz gut, wenn man den Hafen ausbaut. Weil Rhodos ein wichtiger Handelsknotenpunkt ist. Und in Kirta ist es auf jeden Fall gut für uns, die Straßen weiter auszubauen. Damit wir halt hier ein bisschen mehr Bewegungsreichweite haben. Ja, warte mal, aber hier ist jetzt der Tempel besser. Und in Tingis ist dann alles repariert, ne? Jawohl. Haben wir in Kirta einen Tempel? Ja, den können wir noch bauen, ne?
Gut. Der Tempel hat hier auf jeden Fall noch Vorrang. Wir brauchen noch so ein paar Bauern. Ja, das sieht ganz gut aus. Euer Ehren? Der Markus Dolo, der ist ganz gut. Den schicken wir schon mal rüber. Setz die Segel! Gehe an Land. Ja, Kapitän. General. Und du baust mir hier noch irgendwie so einen Wachturm hin. Baut einen Turm. Das kannst du ja mal noch machen, bis wir hier die Bauern rekrutiert haben. Das machen wir übrigens in Tingis mal gerade auch, oder? Kannst du raus oder kotzen die Leute? Ne, die kotzen, dann bleib drin. Zu Diensten. Geheimhaltung ist garantiert. Schick mal den Diplomaten hier rüber, der soll mal gucken, was die Spanier hier so machen. Wir könnten natürlich, wenn die Karthager jetzt hier Neu-Karthago belagern, dann könnten wir denen auch noch eine Armee abkaufen. Das wäre so strategisch gesehen auch recht günstig für uns. Ereignisse einer Seite. Philosoph für Sextus Pacuvius und einen kleinen Affen für unseren Agent. Ah ja, hier, da ist er ja, unser Gen. Ja, doch, das ist doch ganz gut. Ja, so ein bisschen. Ja, wobei, er ist schon 25, ne? Der hat einen geheiratet, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber wir finden uns bestimmt wieder rein. Ja, eine Corvus-Quinquireme. Das ist so eigentlich genau so mein Ding. Fahr doch mal hier rüber. Kriegst hier direkt eine Fortbildung. Kannst schon mal den Bogenschützen mitnehmen. Und Lili Bayon holt mir mal gerade noch so einen Bauern. Wir bräuchten eigentlich Triarier gegen die Ägypter, weil wir werden auf jeden Fall noch gegen die Ägypter kämpfen. Aber die können wir momentan nur hier bauen, ne? Also, das ist jetzt natürlich halt ein bisschen problematisch, ja. Also, wir haben jetzt... Ah ja, jetzt wächst Capo auf einmal wieder. Das liegt an dem Philosophen, weil der dem einen Verwaltungsbonus bringt. Okay, ich verstehe. Wir können es uns jetzt halt überlegen. Wollen wir jetzt schon auf die Marius-Reform gehen? Dann sorgen wir einfach nur dafür, dass Capo jetzt schnell wächst. Oder wollen wir es halt noch ein bisschen rauszögern und erstmal noch eine schlagkräftige Armee gegen die Ägypter aufbauen? Ich glaube, das ist beides. Das nimmt sich beides nicht so viel irgendwie. Bauen wir noch zwei Bauern hier, dann schickst du mir. Oder machen wir lamer Hunde. Die bringen halt nichts gegen Phalanx-Einheiten, weil die immer frontal auf eine gegnerische Einheit zurennen. Das bringt uns da, glaube ich, nichts. Komm, damit wir hier nicht so ganz mit offener Hose rumstehen, machst du mal noch zwei Stadtwachen. Ja, Meister. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Rundenbericht sagt 16.000 fürs Militär. Ja, das ist noch so gerade im grünen Bereich. Flotte bereit. Ei, Captain. Ja. Weiter. Sind bereit. Ich denke aber, die Numidia kriegen wir, bevor Leptis Magna fällt. Dann machen wir jetzt mal die erste Schlacht. So, die erste Schlacht ist dann die bei Neptae. Oh, das ist ja ein recht guter General sogar. Da müssen wir sogar ein bisschen aufpassen. Aber ich werde das versuchen, möglichst zügig zu erledigen. Also eher so ein bisschen speedschlachtmäßig das Ganze hier jetzt abzuziehen, weil das ist wirklich eine schwache Garnison, eine kleine Stadt. Da müssen wir es jetzt auch nicht übertreiben. Schmeißt du das mal weg, ne? Weil die Tore sind ja eh schon offen. Genau. So, die Söldner stellst mir so auf. Und die stellst mir so dahinter. Und dann gruppierst mir die mal und dann können die schon mal ein Stück vorrücken. So, gehen wir mal Vollgas.
Wie, die können nicht schießen. Haltet Stand, Bogenschützen. Haltet Stand und kämpft. Bogenschützen. Okay, und wenn ich die so hinstelle? Immer noch nicht. Okay, und wenn ich jetzt die enge Formation ausmache und ich hier hinstelle? Ja, also geht doch. So, jetzt können wir unsere Söldner auch vorne dran stellen. Also soll mir recht sein. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier in die Stadt. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Das kann man so sagen. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit den Söldnern hier machen. Also die brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, ne? Nach der Schlacht. Deswegen... Oh, da rennt ihr genau falsch. Komm raus. Okay, jetzt könnt ihr ihn angreifen. Lob sei den Göttern. Tot ist er. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. So, gucken wir mal, ob wir sie treffen da drüben. Jetzt haben wir da zwar das Tor verloren, aber... Naja, also... ja, Schlacht fortsetzen. Gut, das war's dann mit Nepte. Da mussten wir jetzt nicht unbedingt auf die Verluste bei den Einheiten achten. Weil wir vorher auskundschaften konnten, dass da keine numidische Armee in der Nähe war. Und Nepte werden wir nur besetzen. Die Stadt hat wenig Einwohner. Die hat immer wenig Einwohner. Ja, sie hat auch immer ein sehr aufrührerisches Potenzial, aber es ist in Ordnung. Also 55% öffentliche Ordnung, das könnte gerade noch so klappen. Wie sieht's denn jetzt aus? Es ist bei 50. Naja, komm, dann gehst du mal mit hier, gehst mit ihm mal noch dazu. Ja. So, und du kannst mal gerade hier drüben gucken gehen. Da sollen wir uns Dimidi gerade holen. Dimidi holen und dann ihn angreifen, den Massiver. Wäre vielleicht eine coole Idee. Senatsmission erfolgreich. Wir kriegen eine... Oh! Wir kriegen eine Corvus Quinquireme. Das ist ja mal eine coole Belohnung. I like. Machen wir direkt hier Silber-Silber-Upgrade drauf. Knick-Knack. Das ist ja mal eine coole Sache. Okay. Lass mir die mal weg. Ich denke, wir gehen dann doch eher in Richtung Marius Reformen. Es ist natürlich immer so eine kleine Durststrecke, die man dann überbrücken muss. Aber wir haben momentan eigentlich unsere Kriegsgegner so weit in der Tasche. Und da wird nicht mehr so viel passieren. Und deswegen können wir da eher jetzt Richtung Marius Reform. Warte mal, zwei Plänkler. Wir haben dreimal Plänkler. Er hat auch dreimal Plänkler. Mit dieser komischen Kavallerieeinheit da noch. Also ich würde das hier eigentlich fast lieber auf dem offenen Feld kämpfen. Da können wir ihn auf jeden Fall noch weiter schwächen. Machen wir mal. Da haben wir es jetzt echt nicht so eilig. Schön. Ja, er braucht noch irgendwie einen Gefolgsmann oder so und dann schicke ich ihn auch los. Edler Meister. Genau, du bleibst mal da.
Ja, Meister. Du kannst deine erste Runde nochmal ein bisschen spionieren und du machst erstmal nur die Agenten hier fertig und dann danach machst du mal das billigste Schiff, das es gibt und dann lädst du mir die mal da drüben ab. Gut, ich bin ansonsten zufrieden. Ja, wir können ja gar nicht viel mehr machen, ne? Ja, schauen wir mal. Ah, jetzt werden wir angegriffen. Okay, das machen wir. Er hat ja auch nur... er hat ja auch nur einen Hauptmann. Er hat ja gar keinen General dabei. Also da haben wir auf jeden Fall den Vorteil. Und, Gruppieren und Autofeuer. Und ich will definitiv die Prinzeps auf dem Flügel haben. Doch, ist eigentlich okay. Und ihr geht auf die Flanke. Hier drüben hin. Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. Also wir gucken, dass wir hier ihn direkt in den Nahkampf verwickeln können. Damit wir unsere überlegene Kavallerie einsetzen können. Ja, versucht jetzt hier unseren General zu chargen, aber da sehe ich jetzt nicht das größte Problem. Ne, warte, die Astarte auf die Plänkler. Oh ja, bist du auch ein hirnverbrannter Volldepp. Er trifft unsere Einheiten, oder was? Der feindliche General flieht. Stoßt weiter vor. Was, Autofeuer aus? Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Gut. Ja, du kannst jetzt hier die Schleiereulen attackieren. Das hier machen wir jetzt mal ein bisschen anders. So, Plänkelmodus bitte mal ein. So, unser anderer General reibt gerade da hinten die Plänkler auf. Ihr attackiert mir hier bitte seine Kaff. Ich hoffe, da sind ein paar Treffer dabei, ihr Spaten. Okay, dann gehst du schon mal hier auf die Flanke. Okay, gut, wenn das euch zu kompliziert ist, was ich euch da sage, einfach mal ein paar Speere auf den abzuschmeißen, dann ist mir das egal, dann machen wir jetzt mal kurz das Auto fahren, dann kommt ihr zurück und dann kann der Depp da ja auch mal hier hinkommen. Also ich werde jetzt hier nicht meine Truppen auspowern, das kannst du komplett vergessen, Junge. Das mache ich definitiv nicht. Okay, jetzt können wir angreifen. Machen wir den Plänkler-Modus sogar aus, damit wir auch mal diesmal nah dran bleiben. Komm zurück. Damit er uns hier nicht stellt. Einheiten! Einheiten! Blitz erstoßen!
So, dann gucken wir nochmal. Schießen wir mal. Plänkler aus. Also sag mal, der hat es aber auch irgendwie hier mit meinem Gen, oder? Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Ja, aber das ist aber jetzt auch gerade irgendwie ein etwas verbauter Nahkampf, möchte ich meinen. Okay, attackiere die Speerwerfer. Ja, da haben wir halt hier einige Hastati durch diesen ganzen Speerbewurf verloren, aber also ich kann damit leben. Ja, dann wechseln wir da mal gerade hier die Methode. Ja, Schlacht beenden. Die Stadt gehört uns ja, meine ich, oder? Ansonsten haben wir ihn zumindest da drin eingekesselt und er kann nicht mehr raus. Perfekt. 4000, ja, ist knapp über der Wachstumsgrenze, ne? Die Frage ist halt immer, will man so eine Siedlung behalten oder will man so eine Provinz überhaupt behalten? Also ich hätte kein Problem damit, die irgendwie den Rebellen zu überlassen. Einfach, weil es immer recht aufwendig ist, diese Provinzen hier sauber zu halten. Aber okay, wir besetzen mal nur einfach. Ja, wir sollen den Hafen von Cordoba besetzen. Aha. Gut, gut. Na, dann bilden wir hier mal unsere Infanterie fort. Ach so, das geht ja recht gut hier. Dann machen wir mal direkt hier so zwei Bauern. Gehen wir hier ein bisschen mit dem Steuersatz runter. Was haben wir hier? Tempel des Baal. Ja, den lassen wir mal noch ein bisschen. Wir bauen direkt mal die Straße aus. Das, was die Römer ja sonst auch immer gemacht haben eigentlich. Gut, aber für die Hafenblockade haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich schau mal, was wir da rausnehmen können. Ja, perfekt. Kannst du schon mal mitnehmen. Ei, Captain! Ja, Meister. In Bewegung. Ja, der hat einen fetten Leibwächter dabei, würde ich mal vermuten. Was ist das hier für eine Armee? Der Bibillis, der hat viele Söldner und Stadtwachen dabei. Das sieht nicht gefährlich aus. In Bewegung. Okay, wir bleiben mal da stehen. Jetzt haben wir zwar das Problem, dass hier in... ein Aufstand? Wow. Und der Tod geht um in Vibius Propertius. Sehr geil. Ja, Vibius. Stell dich mal hier neben Thessaloniki. Bewegung. Ah, Tempel der Artemis, sehr geil. Waffen-Upgrades für unsere Bogenschützen, cool. Oh, und was ist hier? Ist hier ein Söldner? Ein Spion drin? Nö. Einfach nur so, glaube ich, okay. Na, jetzt geht's wieder. Gut. Sind bereit. Ja, du bist ja dann erst ohne hier in Syrakus. Syrakus kann auch, glaube ich, mal bei der Gelegenheit direkt nochmal einen Bauern rekrutieren. Bauern mit Silber. Waffen-Upgrades ist halt auch so bizarr irgendwie. Ja, also was ich sagen wollte, wir haben jetzt hier zwar ein paar Armeen gebunden, aber es sind jetzt wirklich keine Elite-Armeen und es ist nicht so wichtig, dass wir jetzt also hier... Ja, sie haben natürlich einen Tempel beschädigt, weil der hätte jetzt halt die öffentliche Ordnung verbessert. Ich wollte sagen, es ist nicht so zwingend für uns, dass wir halt mit diesen Truppen hier schnell wieder rauskommen. Also außer mit ihm halt, weil er ist halt ein wichtiger General. Aber sag mal, warte mal, kann ich mit ihm rausgehen und wird die öffentliche Ordnung besser? Jetzt ist sie bei 10%. Na, das wäre mal gar nicht so verkehrt, ne? Und wenn du rausgehst, ist sie bei 55. Ne, das ist nicht so prickelnd, ne? Marschieren! Aber du kannst ja dann mal noch ein Feld weiter. Und dann baust du mir hier einen Turm hin. Baut einen Turm. Und dann sehen wir da ja schon mal ein bisschen was. Wir können nicht weiter. Euer Ehren.
Ja, und du baust dann, Weiter! Du baust dann hier drüben auch noch einen Turm. Ich meine, jetzt sehen wir auch, dass wir halt hier mit dieser gut ausgebauten Straße doch eine sehr hohe Bewegungsreichweite haben. Das ist ja fast schon so, als würde man hier entlang segeln von der Geschwindigkeit. Gut, gut. Ja, und weiter geht's hier runter. Ich überlege gerade echt, ob ich die Söldner nehmen soll. Ich glaube, ich nehme sie mal, dann kriegt die AI sie zumindest nicht. Nein, jetzt belagern die Ägypter hier die... Oh, fuck. Das ist eine fette Armee, das ist eine fette Armee. Sofort. Gibt's hier irgendwas Kleines, was ich... Oh, fuck. Gibt's hier irgendwas Kleines, was ich sonst bestechen kann? Sieht nicht so aus, ne? Euer Ehren. Ich werde sofort. Und wenn ich den besteche, was er nicht will, shit, jetzt ist der Typ wahrscheinlich ultra schlecht geworden. Hat 2 Punkte verloren, hat wahrscheinlich ein Merkmal verloren. Ja, fuck, ey. Da ist der Club eröffnet, würde ich sagen, da drüben, ne? Gefällt mir nicht. Ja, der gefällt mir schon eher. Ereignisse einer Seite. Sextus Pacuvius kriegt Gnaeus Naevius. Admiral Luca bekommt einen Neptunpriester und Julianus Scipio einen Karthager-Überläufer. Ah ja, Vor dem ganzen Kämpfen gegen die Numidia kriegt er schon einen Karthago-Überläufer, ne? Karthager-Überläufer. Ja, sehr geil. Okay. Kannst du was? Der Uchzi, der kann wahrscheinlich nichts. Bereit zum Kampf. Kabam, und klarer Sieg. Sehr geil. Sieg. Okay. Ja, Kapitän. Das ist der Ort, wo man Flotten ausbilden muss. Coole Sache. Flotte bereit. Kannst du schon mit dem Schiff dann wieder dazugehen? Flotte bereit. Flotte bereit! Flotte bereit! Das wäre dann halt schon eine sehr mächtige Flotte mit 3 Corvus Quinquiremen. Sind bereit! Ich würde eher sagen, wir versuchen noch eine schwache Flotte zu pushen. Ja, Kapitän! Und gehen hier hin. Flotte bereit! Die braucht ja auch noch die Silberwaffen-Upgrades, fällt mir da mal gerade ein. Ah ja, okay. Gut, gut. Also ich will jetzt hier ein bisschen slower machen und auf jeden Fall so in Richtung schön immer die Upgrades mitnehmen. Das will ich machen, weil das ist ja eigentlich so das typische Multiplayer-Feeling. Ne? Du hast deine Einheiten, die du dann upgraden kannst auf Gold-Gold oder Silber-Silber. Und das ist im Singleplayer eigentlich sehr selten möglich und vor allen Dingen ist es selten möglich mit so einer Fraktion wie mit den Römern, weil da beispielsweise die Julia oder die Bruti, die haben ja sowas nicht. Und da finde ich, ist das doch jetzt eigentlich eine sehr coole Sache, dass wir hier die Schmiede und den Tempel kombinieren können und so vielleicht mal an Goldwaffen-Upgrade rankommen. Und dann sind halt römische Truppen wirklich richtig hart. Fänd ich geil. Okay, Parther und Armenier sind jetzt auch im Krieg. Das heißt, die Armenier haben ihr Bündnis gebrochen. Auch mit Pontus. Ihr... Den muss ich mal ein bisschen Vernunft beibringen, habe ich den Eindruck. Flotte bereit. Aye, aye, Captain. So, von den Booten. Flotte bereit. Bevor er hier jetzt upraged, gehen wir mal lieber hier hoch. Momentan geht es nicht weiter. Es könnte noch sein, dass hier ein Spion der Numidia drin ist. Nee, da ist jetzt keiner drin. Boah, Karthago ist so eine Riesenstadt. Aye, Captain. Und wir müssen die letzte Stadt halt auch noch einnehmen. Naja, okay. Ach nee, schau mal da. Maskava. Zu Diensten. Okay, dann guck dir mal den Mascara an, was der so drauf hat. Wir können nicht weiter. Zu Diensten. Ja, du kannst ja dann mal hier. Ach so, warte mal, ist da ein Spion? Ist da ja nicht drin, ne? Der ist einfach nur so Aufstand, glaube ich.
Bewegung. Weiter geht's. 55 und wenn ich mit dem Gen rausgehe? Mit unserem Äffchen? 50. Ne, dann bleib mit dem Äffchen drin. Ups, so. Okay. Ich muss jetzt, glaube ich, Schluss machen mit dem Part, Leute. Ich mache es ja nur ungern, aber ich muss jetzt echt Schluss machen, fürchte ich. So, dann nimmst du mir die mal mit. Und es geht weiter hier oben hin, Upgrades holen. Mach noch einen Bauern. Denn ich sehe da jetzt nicht so die Riesengefahr. Und du bleibst einfach hier und kaufst alle Armeen, die sich da rumbewegen, einfach auf. Du belagerst hier noch weiter, das finde ich gut. Du baust noch weiter die Agenten für unseren Einsatz in Pontus. Und hier halten die Verbündeten von uns die Makedonen noch die Füße ruhig. Aber es könnte sein, dass es hier bald qualmt. Ich hoffe nur, ich habe mich da nicht verkalkuliert. Ja, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Den Baubericht mache ich jetzt am Ende. Und wenn ihr den überspringen wollt, dann klickt einfach weiter, guckt euch den nächsten Part an. Oh, wer war denn das jetzt? Ach, er war das. Sehr cool. Dann guckt euch einfach den nächsten Part an. Für alle diejenigen, die dann jetzt schon aussteigen wollen, sage ich mal schon mal Pax Vobiscum. Und jetzt habe ich den Baubericht weggeklickt und dann müssen wir alle Siedlungen manuell durchgucken. Okay, aber das geht ja auch. Das ist in Ordnung hier. Oh, wir sind kurz vorm Wachstum. Oh, krasse Sache. Aber ich kann die Bauern nicht auflösen. Das geht noch nicht so gut. Ja, das hier ist in Ordnung. Können wir da auf normal? Ja, geht auch. Aber ja, das war jetzt nur mal so, um es rauszufinden, ob es geht. Okay. Karalis könnte mal eine bessere Stadtmauer bauen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Sicherheit. Finde ich sowieso gut. Bleiben wir auch auf niedrig mit dem Steuersatz. In Karthago sollten wir eigentlich mal hier die Arena ausbauen, damit wir da mit den Steuern hochgehen können. Tarsus kann ein bisschen runter. Auch gucken wir mal, dass wir hier die nächste Wachstumsstufe bald erreichen. Der Katapultplatz wäre halt schon geil. Wegen schweren Onagern, die ich irgendwann gerne mal bauen würde. Und ansonsten, ja, so an Gebäuden können wir hier auch sonst gar nicht so viel bauen. Oh, hier ist alles schon drin in der Schleife. Ja, Capua. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, hier den Markt weiter auszubauen und die Straßen. Machen wir mal nur den Markt, sonst wird das alles ein bisschen teuer. Wir wollen schon gucken, dass wir so ein paar tausend Kröten, dass wir uns die aufheben. Hier bauen wir mal die Bäder. Da können wir jetzt ein bisschen auf Gesundheit gehen. Erhöht ja auch die Zufriedenheit der Bevölkerung. Genau. Ja, das war's dann soweit, Leute. Ich verabschiede mich bei euch mit einem freundlichen Pax Vobiscum. Valete. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.